Kollege Dr. Philipp Moormann, CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, von der Luftsicherheit zur Forschungsförderung. Das Feld im Bundestag ist weit. Der Forschungsstandort Deutschland ist exzellent, innovativ und leistungsfähig. Da haben wir für gemeinsam gesorgt. Wir haben das 3-Prozent-Ziel fast erreicht, 2,9 und ein bisschen, also fast 3%. 600 Mitarbeiter arbeiten im Bereich Forschung und Entwicklung. Forscher kommen aus den USA nach Deutschland zurück. Wir haben viele Hidden Champions, die auch stark technologiegetrieben sind. Wir sind Nummer 2 bei den Exporten forschungsintensiver Waren. Und das EFI-Gutachten bestätigt uns, dass wir immer noch Nummer 1 in Europa sind bei Prozess- und Produktinnovationen. Insofern stehen wir gut da. Woher kommt das? Wir haben den Haushalt in den, wir nehmen mal zufällig das Jahr 2005. 2005 bis 2016 oder von 7 auf 17 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Das schlägt sich natürlich auch darin nieder. Wir haben die Projektförderung stark ausgeweitet. Wir haben erfolgreiche Programme, ZIM, KMU innovativ. Wir haben die AIF als Forschungsgemeinschaft, die gerade auch im kleinen und mittleren Bereich, ja, finden Sie auch gut, Frau André, ne? Wir kommen gleich aufs Thema. Genau. Und wir haben natürlich auch bei den Unternehmensgründungen das ein oder andere verbessert, was auch in diesem Bereich uns nach vorne bringt. Brauchen wir also eine steuerliche Forschung und Entwicklungsförderung zusätzlich? Das ist die Fragestellung, die Sie uns aufgeben. Da gibt es einiges, was dafür spricht. Ich habe ja auch bei der ersten Lesung schon gesagt, wir haben da grundsätzlich durchaus Sympathien. Projektförderung erfasst nämlich natürlich nur einen Teil der Unternehmen, 3.000 etwa. Man könnte da sicherlich auch noch an die anderen herangehen. Da kann man aber auch fragen, warum forschen die eigentlich nicht? Gibt es da vielleicht auch Gründe dafür? Und gleichzeitig gibt es, das haben uns ja auch die Sachverständigen mitgegeben, natürlich auch einige Fragestellungen. Die steuerliche Forschungsförderung hat natürlich den Vorteil, sie ist frei. Das heißt, man kann frei entscheiden, was man damit macht. Gleichzeitig ist sie aber auch nicht zielgenau. Das war sozusagen auf der anderen Seite das Gegenargument. Dann die Frage Doppelförderung. Kann man das voll ausschließen? Wie groß ist der Aufwand, das gegenseitig abzugrenzen? Ist der Bezug auf Personalkosten alleine oder auf Personal- und Sachkosten richtig? Und was aber einhellig in der Anhörung herauskam, der Vorschlag, so wie Sie ihn gemacht haben, nämlich 15% auf alle F&E-Kosten bis 50 Millionen Umsatz und 249 Mitarbeiter, ist nach Meinung der meisten Sachverständigen nicht zielführend. Das liegt insbesondere auch an der Thematik mit den großen und kleinen Unternehmen. Ja, es gab einige, die haben gesagt für alle, aber es gab insbesondere die Leute, die gesagt haben, 249 ist das die Zielgruppe, so kann man wahrscheinlich nicht erreichen, sondern gerade für die kleineren ist eben auch die Projektförderung besonders erfolgreich. Und die Frage ist natürlich auch immer, soll man große gegen kleine ausspielen? Ein wesentliches Argument war ja auch, dass man gesagt hat, okay, die kleinen und die großen arbeiten gerade im Forschungsbereich intensiv zusammen. Und das wollen wir, müssen wir dann auch berücksichtigen in so einer Förderung. Deswegen sollten wir nicht nur die kleinen nehmen und auch nicht nur die großen, sondern wenn, dann muss man einen ausgewogenen Weg gehen, sodass man diese sogenannten Spillover-Effekte, wie die heißen, auch tatsächlich erreichen kann. Und die Größe von 1.000 Mitarbeitern war jedenfalls so meine Conclusion aus der Anhörung, könnte da vielleicht eine Richtgröße sein, wobei die Beihilfefrage natürlich dann auch wieder zu klären ist. Insofern ein insgesamt nicht ganz einfaches Thema. Ich würde vielleicht noch auf vier andere Aspekte kurz eingehen, die in der Anhörung eine Rolle gespielt haben. Wie relevant ist steuerliche Forschungsförderung für Start-ups? Kam eigentlich für mich klar raus, Wagniskapital ist deutlich sinnvoller und wichtiger. Und ich denke jetzt auch, unser Gesetzentwurf zu den Verlustvorträgen bringt da noch mal einen zusätzlichen Schub, sodass ich auch denke, dass dafür jedenfalls die steuerliche Förderung vielleicht nicht unbedingt das richtige Instrument ist. Digitalisierung ist natürlich für uns alle ein großes Thema. Kann man mit steuerlicher Forschungsförderung Digitalisierung massiv vorantreiben?
da war aus meiner Sicht doch auch eher die Meinung, na, das ist gerade ein gezieltes Instrument und dafür wäre eigentlich die Projektförderung geeignet. Also auch dafür ist es nicht unbedingt die steuerliche F&E. Die Zertifizierungsstelle, die Sie vorschlagen, auf der einen Seite natürlich mit Bürokratie verbunden, muss man auch überlegen, wie man das aufbaut, hat den Vorteil, dass man vielleicht eine gewisse Rechtssicherheit bekommt. Und vielleicht noch ein Thema zum Schluss, Patentboxen. Das macht uns natürlich zunehmend Probleme. Bei mir im Wahlkreis ist gerade ein Unternehmen Gewerbesteuer weggebrochen, weil sozusagen die Patentbox in Holland genutzt wurde. Das heißt, da müssten wir uns im Finanzausschuss tatsächlich auch mal überlegen, wie wir damit umgehen. Ich finde, so einfach da hingucken kann man nicht. Auf europäischer Ebene das zu lösen, wäre am allerbesten. Aber wenn das nun nicht so schnell geht, sollten wir auch mal überlegen, was wir bei uns machen. Fazit, F&E ist unser wichtigster Standortfaktor in Deutschland. Projektförderung ist ein sehr erfolgreiches Instrument, was uns auch zu diesem Erfolg verholfen hat. Und die Diskussion um die steuerliche F&E-Förderung hat viele Fans. Ich gehöre auch dazu. Aber im Moment haben wir uns entschieden, dem Gesetzentwurf nicht zuzustimmen. Wir haben aber bald wieder Wahlen, wie Sie vielleicht gehört haben. Dann werden wir hoffentlich wieder in Koalitionsverhandlungen eintreten. Vielleicht ja sogar mit Ihnen, Frau André. Und dann schauen wir mal, was herauskommt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes hat Dr. Petra Sethe, Fraktion Die Linke, das Wort.